Morgen. Natürlich ist mir der Bus hier von der Nase weggefahren. Aber ich dachte mal, die Achse fahren. Das ist schon mal viel wert. Ich bin schon wieder ein Weilchen zu Hause. Ach ja. Ich musste aber schon ziemlich lang warten. Irgendwie kamen viele vor mir dran, die hinter mir da waren oder ankamen. Ja. Wahrscheinlich hätte mich vergessen. Ich bin wieder 2 Wochen krankgeschrieben. Und ich fragte mich noch, wie lange will ich denn? Ich wäre in Tränen ausgebrochen. Sie meinte, wir machen erstmal 2 Wochen. Es ist ein Graus. Never ending story, ich sag's euch. Ich finde es so furchtbar. Ich war noch nie so lange krankgeschrieben. Ich meine, ich hatte lange Zeit andere Dinge, aber sowas nicht. Naja, mal gucken. Wie das weitergeht. Das nervt mich nur noch. Ich will nur noch weg. Nur noch weg. Ich sag's das ja ganz offen, ich bin nur noch weg. Das hält man nicht aus. Auf Dauer. Es macht einfach auf Dauer krank. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt. Aber nicht so richtig. Das heißt, nicht richtig wahrhaben wollen. Schon, aber ich dachte, was Besseres kann im Grunde auch nicht passieren. Weil ich immer die Rahmenbedingungen gut fand. Und immer noch gut finde. Naja, schied auf die Rahmenbedingungen, ne? Bringt ja nichts, wie man sieht, wenn es menschlich einfach chaotisch ist. Naja, gut. Jetzt heißt es wieder suchen. Und schnell was finden, hoffentlich, ganz schnell. Und etwas, was wenigstens ein bisschen Spaß macht, weil das hat mir bei meiner Arbeit gefehlt, dass ich ein bisschen Spaß an der Arbeit hatte. Wäre das schon schön, wenn man wenigstens ein bisschen sich damit identifizieren kann oder wenigstens irgendwie gern hingeht und nicht nur, wenn man Geld verdient. Nach 7 Jahren muss ich es auch wieder einsehen. Stimmt's, Plüschwuschel? Liegt hier so rum. Jo. Na gut. Das Rauschen hört einen Dusch gerade. Der Invalide. Ich habe endlich Kaffee. Ich habe mir unterwegs von noch einen Vanille-Croissant gekauft. Auch schon, dass ich Hunger hatte, aber ich wollte mir keinen Kaffee holen, weil da diese Ekeltrolle im Wecker drin war. Das ist so, ne, wenn ich da jetzt noch einen Kaffee machen lasse, die, nee. Wenn man dann einmal kurz da draußen schaut, ist vorbei. Nee, der kann ich nicht mehr. Nee, nee. Oh, die ist echt eklig. Da war ich, ich kam ja rein, was, bitteschön. Ich so, ich würde erstmal gern gucken wollen. Habe ich mich ganz schnell für irgendwas entschieden. Naja, das klang ganz gut, war lecker. Jo. Jetzt werde ich hier ein bisschen sitzen und lesen. Schulter tut immer noch, ist mein Schulterblatt. Keine Ahnung. Aber gut. Zumindest hat der Titel da schon mal gut getan, dass ich noch im Wachwerden, wo ich die Brille nicht mehr aufhalte, diesen Titel gesehen habe. Zumindest verschwommen. Mehr sehe ich ja nicht ohne Brille. Oder ohne Kontaktlinsen. Und hab dann gleich dran denken müssen und das hat mir gleich gut getan. Also das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee, das da hinzuhängen. Das hat mir heute Morgen schon gesagt. Und dann eben habe ich ja das Formular wieder genutzt bei meiner Ärztin. Die haben ja da so ein Terminformular. Und wenn man anruft, kommt man ja sonst nicht durch. Und wenn dann eben erst zur Sprechzeit und bla bla. Und ich habe jetzt schon um 7:30 habe ich da hingeschrieben. Um 8 machen die auf. Und ich hatte 10 Minuten später Anruf gehabt, dass ich vorbeikommen kann. So gut, so gut. Ja, und sie ist halt wieder da gewesen, das fand ich auch supi. Von daher musste ich nicht zu irgendwem anders mit einem Attest und weiß ich nicht was vor der Nase rumhantieren und sagen so, ey, ich hab da mal was. Nee, so ist schon besser. Genau, so sieht's aus. Und ich werde jetzt hier ein bisschen lesen und gucken, was ich heute noch so mache. Genau. Okay, halt, ich brauche mal ein Tablet. Upsala. Ich muss eigentlich die da. Ich habe gerade die Akkuanzeige gesucht, die wäre vielleicht gleich leer oder so. Mist. Ich glaube, ich habe vergessen aufzuladen. Deswegen ist unklug. Ich wollte es gestern anstöpseln. 18%. Ich hoffe, das reicht. Ich möchte mir nämlich
heute eine Putzmotivation anmachen, was ich ja schon eine Woche machen will. Ich habe gerade wieder ein Video geguckt, also ein Vlog geschnitten. So, wo ich es erzähle mit dem Putzmotivationsvideo. Und da die Küche aussieht wie ein Schlachtfeld, hoch 100, und wir auch noch Döschen Küchen gefunden haben, ganz hinten, die man vielleicht lieber nicht mehr aufmachen möchte. Ja, wird's Zeit. Und ich muss Kamera, Hand wechseln. Oh Gott, nicht Tablet runterschmeißen. Oh Gott, nein! Scheiße. Sag mir nicht, es ist kaputt gegangen. Oh, bitte nicht. Ich danke dieser Hülle. Oh mein Gott, habt ihr das Knallen gehört? Oh mein Gott. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Oh, ey, was? Aber es ist wirklich gar nichts passiert. Ich weiß nicht mal, auf welche Ecke es aufgekommen ist, aber es ist auf jeden Fall auf irgendeine Ecke aufgekommen. Aber es ist nichts passiert. Ich habe es einfach nicht mehr halten können. Und ich konnte auch nicht mehr mit der anderen Hand nachgreifen und... Oh, das wäre es jetzt gewesen. Ey. Puh! Halleluja. So, ich packe es mal lieber hier unten hin. So, was wollte ich jetzt sagen? Also wir haben Döschen gefunden, mehrere, die irgendwie ganz hinten in den Katakomben des Kühlschranks standen, die man lieber nicht mehr aufmachen möchte. Und ich auch aufmachen muss, wenn der Geschirrspüler leer ist, Daniel vor allem nicht da ist, weil er würde übersehen, wie Gebiet der kotzt, wenn ich es aufmache, wenn der Geschirrspüler leer ist, ich das dann sofort rausschmeißen kann, um das dann gleich abzuspülen, reinzuschmeißen, Geschirrspüler anzumachen. Und Küche putzen, aufräumen, alles. Das ist mein Plan für heute und deswegen mache ich mir eine Putzmotivation an. Vielleicht sogar Küche putzen oder so. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, was ich so finde. Genau. Dann muss ich noch duschen. Dann möchte ich noch duschen. Ich muss mir das echt abgewöhnen. Dann möchte ich noch duschen. Und dann noch ein bisschen Müll zusammensammeln, wie immer. Der kleine Mülleimer im Badezimmer gefühlt auch schon wieder über 7 Beete. Der ist einfach zu klein. Aber egal. Einfach mal ausleeren und dann ist gut. Dann muss ich Pappe endlich und Papier zusammen. Möchte ich Pappe und Papier zusammensammeln? Hoffe ich jedenfalls, dass ich alles noch schaffe. Mal gucken. Priorität 1 ist auf jeden Fall die Küche. Der Rest ist dann. Was wollte ich sagen? On top? Bonus? Meine Schulter tut immer noch. Also, diese Schultern bleibt nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich mache mir vorher noch einen Kaffee. Denn mit Kaffee macht alles nicht viel leichter. Das ist schon meine Mango schrumpelt, aber ich glaube, die ist noch in Ordnung. Ich habe mir gestern gekauft. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ich erspare euch den Anblick hier. Ich meine, hier geht's doch. Das ist doch das kleinere Übel. Hier vor mir sieht es ja ein bisschen schlimmer aus. Wobei, es war schon noch mal schlimmer. Die Spüle sieht halt aus wie Sau, weil der Kaffee immer durch die Gegend spritzt und wir es nicht sofort wieder wegmachen. Aber ansonsten... Da oben kann ich eh nicht. Jo. Gut. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Video an. Los geht's. Kaffee! Und da ist Milch. Außerdem ist Kaffee trinken. Nein. Nein. Hat er mir eine Banane geklaut? Da hat er mir eine Banane geklaut. Ich fasse es ja nicht. Egal. Nicht schlimm, das sind eh viel zu viele. Um Gottes Willen. Scheiße! Ich hab vergessen, die Kannen runterzustellen. Was ist das heute für ein Tag? Muss ich mir noch einen halben Kaffee raufmachen? Ich werde nicht in meine Tasse. Was ich eigentlich sagen wollte. Außerdem muss aufräumen und putzen und so weiter und so fort. Eine gute Ablenkung dafür, dass meine Tasse. Dass mein Vater heute auf dem Weg nach Österreich ist, noch nicht komplett, heute nur bis Bayreuth, mit Motorrad.
Und sie sind zu fünft. Da macht sich halt doch schon immer Gedanken, ne? Kommen sie gut an, Schnicki. Meine Mutter hat nicht nur dazu verdonnert, bei jeder Pause nicht einen Status in WhatsApp zu schreiben, sondern wirklich einen, also Fotos oder was auch immer, in den Family Chat zu schicken, damit wir alle Bescheid wissen. Finde ich eine gute Idee. Ja, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Der halbe Kaffee daneben. Ich werde den mal sauber machen und mir noch einen halben Kaffee dazu. Was ist das hier heute? Mano! Was für ein Chaos! Das Handwerk am Rande. Daniel hat gestern Kohleintopf gemacht und hat diesen Behälter hier, also diesen Messbecher, mit Brühe gefüllt. Im Waschbecken stehen haben und Brühe rein und Leitungswasser rein und will das in den Topf schütten und wundert sich so, warum ist das nur noch halb voll? Hebt es hoch, lauf, lauf, lauf. Das Ding ist da unten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Finde ich gerade nicht so gut. Auf jeden Fall ist da jetzt vielleicht kaputt. Also ab in die Mühle damit, würde ich sagen. Die erste Spülmaschine läuft. Es werden noch mehr folgen. Also mindestens einmal noch ein bisschen vollräumen. Wahrscheinlich nicht mehr ganz. Jetzt werde ich die Mühle hier zusammensammeln. Die Döschen waren nicht so schlimm, wie ich dachte. Außer die letzte, die ich nicht im Klo entsorgen konnte. Jetzt weiß man, entsorgt nicht im Klo, aber ab und zu muss es halt mal sein, weil... Wo? Das war noch so eine Verpackung, so eine Schafskäseverpackung. Das hat gemuffelt. Das ist jetzt im Klo, das heißt, ich muss nachher dringend noch den Müll runterbringen. Das heißt, ich werde hier gleich alles zusammensammeln, was Müll ist. Ist gar nicht so viel, aber ist nicht so schlimm, der Müll ist eh schon einigermaßen voll. Und dann werde ich doch überall wieder im Badezimmer noch den Müll zusammensammeln. Ist ja auch sonstiges Müll, also Restmüll. Von daher passt es dann zusammen. Und dann gehe ich gleich runter den Müll wegbringen. Kann ich, glaube ich, in Leggings machen, oder? Ist ja völlig Wumms. Gehen wir zum Müll. Was machst du denn für komische Geräusche? Okay. Gut, ja. Nächste Aufgabe also. Müll runterbringen. Müll zusammensammeln und runterbringen. So rum. Genau. Müll zusammensammeln. Ich habe Hilfe bekommen. Und runtergebracht. Ha? Da möchtest du nicht reinlaufen. Ich muss so eine Mülltüte reinmachen wieder. Diablo. Wie kann man denn so neugierig sein? Sag mal. So, Mülltüte noch rein. Und dann, ich kann dich ja mal Zwischenfass zeigen. So sieht es jetzt hier aus. Das muss alles noch irgendwie weg. Und dann ist schön. Und gewischt und geputzt und wurden gesaugt und gewischt. Wenn ich alles habe, bin ich heute zufrieden. Da habe ich mein Tablet hingestellt. Mein Kaffee steht hier mittendrin. Der Kaffee ist auch mittendrin. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Resteintopf hier drin ist. Der passt dann nicht mehr in die Dose in den Kühlschrank. Ob ich den wegschütten soll oder ob man den noch essen kann. Ich habe keine Ahnung. Das war erst von gestern. Ja, so viel erstmal dazu. Kurzes Päuschen. Vielleicht ein Auspäuschen, dann hoch und runter rennen, ist doch mal ein bisschen. Aber gut. Ansonsten ist schon mal ganz gut. Wenn ich bei der Haupten. Genau. Also, weiter geht's. Ein Schwenk aus den Dreistigkeiten der Postboten. Es klingelt in der Tür und ich denke mir so, hallo, kommt was? Wahrscheinlich für Daniel wieder. Ach, alles ist schließlich gerade ein bisschen bescheuert. Ne, mach auf und höre jemand hochlaufen. Und auf eine halbe Strecke. Kurz stehen bleiben. Ich sage so, okay, denkt vielleicht, das ist da unten schon. Nö. Kurze Stille immer noch. Und dann höre ich die Stufen wieder runtergehen. Und dann so, hä? Und unten die Tür zu schlagen. Das heißt, da wollte irgendjemand nur ins Haus, um da hinzukommen. Statt immer zu sagen, ich möchte nur zu Nachbarn oder sonst irgendwas, möchte nur ein Paket vor die Tür legen. Irgendwie sowas. Keine Reaktion. Kann man doch mal hochrufen, oder nicht? Ne? Ah, sowas regt mich auf. So, ich gucke mir gerade ein Video an, also nicht hier, sondern drüben. Mal kurze Pause machen und dann geht's hier. Ich weiß nicht, war das schon genauso? Ich habe den ganzen Kram, wenn es in den Geschirrspüler kommt, dass man dahin verfrachtet, dass ich hier nicht mehr allzu viel habe. Da muss ich den Mus da unten noch ein bisschen verräumen und dann kann ich hier oben weitermachen und dann schon fast schon durchputzen, weil das meiste Muster tatsächlich liegen.
Warum liegt da ein offenes Katzenschildchen? Also ein leeres. Du musst ja noch so lange da sein, bis du den langen es nicht mehr macht oder wie auch immer, kurz bevor. Es ist, hat ein Talent, Müll überall zu verteilen, anstatt in den Mülleimer zu schmeißen. Das ist sein Talent, Müll verteilen. Kann er super. Aber da hinten, wo man es nicht sieht, okay. Naja, gut. Ich mach da mal weiter. Beziehungsweise ich gucke erstmal ein Video und mache dann hier wieder weiter. Man muss halt erst einmal machen, ne? Stückchen für Stückchen. Ich habe ein gutes Stück schon geschafft. Okay, die Arbeitsfläche ist schon mal schnicki. Daniel hat eben angerufen, deswegen das Telefon da. Weil ich gesehen habe, dass meine Mango schon in der Decke gestellt ist, habe ich mir jetzt einen riesigen Obstteller gemacht. Und werde jetzt, das ist ein bisschen feucht, ne? Das ist nur Wasser. Werde ich mir jetzt einen Obstteller gönnen, ein Video gucken und mich dann um den Rest kümmern. Der, naja, das ist dieser Geschirrspüler, das muss wieder irgendwo dahin oder auch nicht. Teilweise weiß ich nicht wohin, da muss dann immer gucken nachher. Der Boden muss gewischt und gesaugt werden, aber zumindest habe ich erstmal das hier so grob zusammengeräumt, dass man es wegräumen kann. Also es bleibt ja immer da stehen, das ist unsere Chaos-Ecke, Tüten, Einkaufstaschen und darunter halt die leeren Flaschen im Korb, in der Tüte. Katzen, Kacki und so. Ja. Also das kann man wenigstens wegräumen und dann kann ich auf den Boden saugen und wischen. Und dann nur noch da hinten saugen. Saugen und wischen, natürlich. Da hinten wischen. Und ich habe den Geschirrspüler jetzt auf 3,5 Stunden angestellt. Ich habe es vorher nicht hinbekommen auf eine Stunde. Es wollte uns verrecken. Und ich habe mir gedacht, egal, ich mache eben 3,5 Stunden. Kriege ich wieder Ärger mit Daniel, aber es ging nicht. Es wollte nicht auf die Stunde gestellt werden, wie ich sonst immer mache. So, jetzt erstmal Obst essen, Video gucken. Ein bisschen entspannen. Und dann geht's hier nachher an den Rest. Ich habe auch gesehen, dass mein Vater und Co. heil in Bayreuth angekommen sind. Morgen geht's für ihn weiter nach Österreich. Erste Zwischenstation schon mal erreicht. Ich bin schon völlig überblendet. Weil es so hell ist draußen. Wahnsinn! Hallo! Sorry. Licht. Ja, und jetzt essen. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber ich hatte Angst, dass die Mango sonst matschig wird, so richtig. Und das wollte ich halt nicht. Es ist echt ein ekliges, es tut mir leid. Ich bin ein Schreckgespenst jetzt. Egal. So. Und bevor die wirklich matschig wird, so richtig, das ist ja auch wieder eklig. Kostet ja auch geiles Geld, gell? Also habe ich mir jetzt. Ich freue mich aber trotzdem drauf. Vor allem auf Mango, aber ich habe schon seit einem Jahr nicht mehr gegessen. Das esse ich immer nur so im Sommer. Und es wird wieder Zeit. Von daher, guten Appetit. Auf. Geschafft. Die Küche blitzt wieder. Der Boden auch. Nur die Fronten nicht, aber die mache ich heute nicht mehr. Oh, alles sauber. Ordentlich. Oh, ich bin fertig. Ist jetzt nach 9. Duschen werde ich morgen früh. Das reicht auch. Kann ich mehr. Jetzt nur noch lesen, Abendroutine, fertig, nichts mehr, reicht. Ich habe zwischendurch Pause gemacht, ja, aber trotzdem, boah. Und dann heute McDonald's bestellt, bei McDonald's bestellt. Er hat nicht ganz McDonald's bestellt, nur bei McDonald's bestellt. Essen? Habe ich das? Hast du. Was stimmt nicht gar nicht, das heißt Full Head of Honey, gar nicht Honig im Kopf. Hast du wieder erzählt? Ach nee, erzählst. Man weiß nicht, was sagt. Oh, ich bin so durch. Ja, dein Französisch ist auch nicht mehr de facto war, ne? Was? Ja. Und Ihmchen war vielleicht, was ist er jetzt? Hinter dir. Ihmchen war vielleicht neugierig. Normalerweise rennt er mit Staubsauger weg, deswegen kann man zum Staubsauger. Zum Staubsauger hingelaufen. Guckte um die Ecke. Mhm. Was ist mit ihm? Ja. Ah ja, gut. Das war's für heute. Küchengroßkampftag beendet. Oh, ne? Morgen geht's weiter. Was? Nein. Zum Glück nicht. Morgen Vormittag. Auch nicht. Sie sagt, du willst die Küchenfront und Weg machen. Nein, will ich jetzt bestimmt nicht machen. Ich habe extra Eimer hingestellt. Mhm, alles klar. Mhm. Wünsche dir viel Spaß. Natürlich. Okay. Dann bis morgen.